Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Ich wollte heute mal darauf eingehen, wie man eigentlich bei irgendwelchen Internetstudien erkennen kann, ob die sinnvoll sind und ob man daraus wirklich sinnvolle Schlüsse ziehen kann oder ob das einfach nur purer Quatsch ist. Der Aufhänger ist, dass ich mal eine Studie gesehen habe, beziehungsweise eine Studie, wie ich sie gerne nenne, mit Anführungszeichen, weil es mehr oder weniger so Zuhause-Experimente sind, von einem Mädchen, das testen wollte, ob sich Pflanzen, die mit Mikrowellen erhitztem Wasser, anders entwickeln als Pflanzen mit gekochtem Wasser. Und wie man hier an dieser Fotostrecke sieht, oh mein Gott, die Mikrowellenpflanze geht ein und die gekochte Wasserpflanze geht nicht ein. Oh mein Gott, Mikrowellen sind tödlich. Das ist so ungefähr die Argumentationsweise, die man dann oft findet bei Natural News oder bei anderen nicht wirklich vertrauenswürdigen Webseiten, Zentren der Gesundheit. Und ich wollte mal kurz erklären, was an solchen Experimenten für Probleme sind, beziehungsweise welche Kriterien man anwenden kann, um zu gucken, ob die Studien oder Versuche sinnvoll sind. Die Größe der Probandengruppe oder der Testgruppe oder nennt es wie ihr wollt, ist immer ein Knackpunkt bei solchen Experimenten. Denn ganz ehrlich, eine Pflanze für jede Seite, für jede Option ist viel zu wenig. Da kann statistisch gesehen bei einer so kleinen Gruppe immer irgendeine Unregelmäßigkeit auftreten, es kann purer Zufall sein, etc. Deshalb gibt es ja diese ganzen statistischen Methoden, um solche Sachen auszurechnen, ob das jetzt ein Zufall war oder ob der Effekt über den Zufall hinausgeht. Und das sieht man auch bei solchen lustigen Studien wie Impfen verursacht Autismus, wo dann eine niedrige zweistellige Probandengruppe verwendet wurde, so 12 Probanden, 20 Probanden, was immer noch bei einem so großen Thema, bei so vielen Kindern, die geimpft werden, immer noch völlig überhaupt nicht aussagekräftig ist. Das entbehrt einfach jeder Logik, da eine so kleine Strichprobengröße zu nehmen. Und es ist schon auffallend, dass dann wiederum Studien mit einer sehr viel größeren Probandenanzahl diesen Effekt nicht aufweisen. Das könnte man dann quasi diese Studien mit kleiner Probandenanzahl könnte man dann quasi so als Rauschen bezeichnen. So, es können da einfach zufällige Effekte auftreten wegen der kleinen Probandengruppe. Es ist bei einer kleinen Probandengruppe einfach wahrscheinlicher, dass da zufällige Effekte das Ergebnis verfälschen als bei einer größeren Probandengruppe. Deshalb, erstes Kriterium, wie groß ist die Probandengruppe? Zweites Kriterium, Doppelblindstudien. Doppelblindstudien heißt quasi, dass sowohl das Subjekt als auch der Versuchsleiter nicht weiß, welche Variante eines Stoffes oder so grob ausgedrückt der Proband bekommt. Das wäre jetzt im Fall der Pflanzen, dass der Versuchsleiter, das Mädchen, das diese Studie durchführt, das diesen Versuch durchführt, nicht weiß, welche Pflanze jetzt mit welchem Wasser gegossen wird. Daraus können sich nämlich Effekte ergeben, die das ebenfalls manipulieren, das Versuchsergebnis. Zum Beispiel, dass man von vornherein denkt, das Wasser, das Mikrowellenwasser ist schädlich und man behandelt die Pflanze anders, kann auch einfach unterbewusst sein, man gibt ihr zu wenig Licht, man gibt ihr ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Wasser etc. Und Doppelblindstudien sollen genau das verhindern, dass man keine Chance hat, aufgrund von Vorannahmen das Ergebnis zu manipulieren, weil man halt nicht weiß, welche Person was bekommt. Und das war in dem Mikrowellenexperiment ebenfalls nicht gegeben. Zu wenig Information ist auch mal ein Problem. Bei diesem Mikrowellenexperiment wissen wir zum Beispiel überhaupt nicht, in welchem Gefäß die Flüssigkeiten erhitzt wurden. Es könnte zum Beispiel sein, dass das Mikrowellenwasser in einem BPA-haltigen Plastikgefäß erhitzt wurde in der Mikrowelle, wodurch dann Stoffe aus dem Plastik in das Wasser abgegeben werden können. Und das Kochwasser wurde in einem Edelstahltopf erhitzt. Oder umgekehrt, es könnte auch sein, dass das Mikrowellenwasser in einem Edelstahltopf erhitzt wurde und in einem Glasgefäß und das Kochwasser, das halt auf dem Herd gekocht wurde, in einer total rostigen Pfanne erhitzt wurde oder sowas. Man weiß es schlichtweg nicht, weil es nicht angegeben wurde. Einfach zu sagen, das Wasser wurde in der Mikrowelle erhitzt, das andere Wasser wurde gekocht, das ist viel zu wenig Information. Das heißt, wenn man so etwas sieht, dass diese Informationen einfach fehlen, könnte man davon ausgehen, dass die Leute sich darüber überhaupt nicht bewusst sind, dass es da Unterschiede geben könnte, das heißt Unwissenheit, oder sie versuchen bewusst Informationen zu unterschlagen, um das Ergebnis zu manipulieren. Im Falle des Mikrowellenexperimentes wurde ab und zu schon darauf hingewiesen, dass das Foto ein bisschen gefotoshoppt aussieht
und dass man dementsprechend nicht nachvollziehen kann, ob es überhaupt ein Foto gibt, auf dem die Pflanzen gleich aussahen oder auf dem die Mikrowellenpflanze am Anfang überhaupt gesund aussah. Weiß nicht, ich bin jetzt nicht der Photoshop-Experte, deshalb würde ich das in den vorherigen Punkt inkludieren, mit von wegen zu wenig Informationen. Aber das ist ebenfalls ein Thema, das man beachten sollte, denn Fotos können immer manipuliert werden. Ja, Studien können auch manipuliert werden, aber man kann, es gibt Methoden, wie man nachgucken kann, ob das zumindest plausibel ist. Zum Beispiel, dass die Studien replizierbar sind. Studien werden repliziert, das heißt, Studien werden noch einmal von einem anderen Team durchgeführt, nach denselben Bedingungen, unter Zuhilfenahme der Anleitung, also der wissenschaftlichen, des Aufgeschriebenen halt, um zu gucken, ob dann da dasselbe rauskommt. Und das haben mit dem Mikrowellenexperiment schon zahlreiche Leute gemacht und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es da keinen Unterschied gibt. Wobei ich dann auch sagen würde, sowas wie Basilikumpflanzen zu nehmen, macht weniger Sinn, weil Basilikumpflanzen immerhin, die sind ja schon quasi so gebaut im Supermarkt, dass die vergammeln, wenn man sie nicht auseinanderzieht und nicht in verschiedene Töpfe umpflanzt. Ein Experiment mit Saaten ist ebenfalls problematischer, weil jeder, der schon einmal Tomatensamen oder sowas gezogen hat, weiß, dass die nicht alle aufgehen. Könnte deshalb auch halt sein, Zufall. Wie gesagt, denkt kritisch über solche Sachen nach. Denkt kritisch über Sachen nach, die ihr im Internet lest. Denkt auch kritisch über Sachen nach, die ihr in Fachbüchern lest. Das muss auch nicht alles stimmen. Aber wenn dann jemand sowas behauptet, wie dass Mikrowellenstrahlung radioaktiv wären, wohingegen Mikrowellenstrahlen sich in einem völlig anderen Frequenzbereich befinden als ionisierende Strahlung, dann würde ich der Quelle nicht unbedingt vertrauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert mich gerne. Unter mir findet ihr eine Playlist mit Rezepten. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Leute!